Mit dem Bahnstreik ist das heute nicht so viel, wie die ganzen Züge fahren pünktlich, außer die ICs. In welchen Fahrzeugen wolltest du denn den Pünktlichverkehr abdecken? Mit einer 80er, mit einer T3. Ja. Vielleicht auch mit einem Schienenbus. Ja. Man kann ja auch eine V60 von der Donnerbüchse hängen, wenn die selbst beheizt ist. Ja. Da wollte ich sagen, die Nordstrecke, das ist so die Nobelbadstrecke, war sie auch. Ja. Aha. Da fahren dann auch Kurswagen hin, ja. Europawagen. Ich habe hier als zentrales Gleis praktisch wieder ein mittlere Gleis genommen, was, ja, was zum DB hinführt. Ja. Und ich dachte, das ist das Gleis, wo nur alles vorweg rangiert wird. Also ich kann also hier auch nicht in den Zug ankommen, den Kurswagen abziehen und kann den dann auf die Nebenbahn draufschieben. Ja. Davon. Hauptsächlich geht es ja darum, viel Rangierbetrieb zu haben. Ja. Wie hast du die Weiterführung gedacht? Über eine Wendeschleife nur oder ein Vierteljahr oder? Da, wo die bei mir zu Hause schieben kann. Ja. Führe ich die mit einer Kurve hier heraus. Ja. Und dahinter ist ein Fiddelyard. Ja. Bei einer Ausstellungsanlage würde ich es genau umgekehrt machen. Da würde ich das hier hinten herausführen und hier die Hintergrundkulisse setzen. Ja. Aber auch da würde ich nur ein Fiddelyard machen, keine Automatik. Ja. Und ich verfolge die gute alte Regel von DB und Preußischer Staatsbahn, dass in einem Bahnhof mit handgestellten Weichen der Abstand zwischen zwei Zügen mindestens 5 Minuten sein muss, weil die Jungs sonst mit den Schalten und Stellen nicht hinterher. Ah, ja. Ist aber so, wenn du mal anguckst, die Fahrstraße zu legen in einem etwas größeren Bezirk. Ja, ja. Mein lieber Spahn, also ich habe einmal so eine Fernstellung da mal stellen dürfen. Haha, braucht man. Deswegen weiß ich ja, was du getan hast. Guck mal, wenn nur alle 5 Minuten einen Zug fahren darf, dann sind ja immer gleichzeitig 2 Züge. Also bist du, wenn du jetzt sagst, okay, du nimmst die reale Zeit, dann kannst du es so machen. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast eine Modellzeit. Modellzeit? Reale Zeit? Auch nicht. Sondern während die Züge fahren, das ist 1:1. Ja. Und wenn man eine Stunde Fahrplanpause hat, dann warte ich die natürlich nicht ab. Ja. Sondern dann springt die Uhr. Das ist ja gleich mein Profi-Gleis. Ja. Ist egal. Solange. Ja, erstmal tun wir den kaputten da dran. Ja. Denn ein Heilen nachkriegen ist ja vielleicht noch zu machen. Hast du mal versucht, bei den DKWs da eine Zugeinheit überzuschieben? Langsam, vorsichtig, keine Dreiachser. Dann kommt man an. Ja. Aber ansonsten würde ich dann nur drüber fahren wollen, also ziehen. Ja. Da ist nämlich die. Also ich wollte auch die DKW aus verschiedenen Gründen möglichst verzichten, soweit es geht. Einmal die Sicherheit. Und das andere Mal, weil ich einen Schalter ja brauche. Ja, oder auch man müsste eben halt das Leben noch alle entscheiden. Schon zu kompliziert für mich. Was immer wenn ich auf einer Ausstellung bin, ja, dann sehe ich 3 Sorten Anlagen. Die eine wird richtig primitiv von Hand geschaltet. Ja. Die Jungs bauen das Ding auf und fahren los. Ja. Dann gibt es die digitalen mit digitalen Regler. Die Jungs bauen auf und fahren los. Ja. Und dann gibt es die, wo noch ein Computer dran hängt. Ja. Und wenn man am ersten Ausstellungstag morgens da ist, dann sieht man die, naja, ziemlich hektisch am Hantieren und versuchen, irgendwas in die Gänge zu bringen, während alle anderen völlig fahren. Und von daher habe ich so mit, wenn Elektronik im Spiel ist, je weniger, desto besser. Ja. Die BDs von den Weichen hier, okay, das verstehe ich noch, aber
Also, das Schlimme ist, ich habe früher im Berufsleben programmiert und ich kenne Computer eigentlich ganz gut aus, aber ich mag sie nicht. Ja, in der Regel ist das ja so, dass die große Frage darin besteht, ob der Computer auch das entsprechende Modul oder versteht. Ja. Also ich selbst arbeite zu Hause mit der E-Course und da bin ich auch ziemlich zufrieden mit. Ja. Und im Verein, da haben wir die Intellibox. Und das würde ich dann dementsprechend Loconet. Und E-Course und Loconet verstehen sich irgendwie, aber nicht so richtig optimal. Und ich muss zugeben, ich verstehe im Moment jede Menge Bahnhof. Also, wie gesagt, ich habe mich nie damit beschäftigt. Ja. Wenn andere es anders machen, kann ich sehr gut verstehen, weil man kann ja wunderbare Sachen machen. Ich war mal auf, bei der Modellbundesbahn, damals war die noch hinter Ober-Detmold oder sowas. Da hatten die sogar Rangiervorgänge programmiert, die automatisch abliefen. Ja. Das hat in mir imponiert, ja. Aber ich rangiere eigentlich über selber. Ja, ja. Bitte? Das ist die große Frage. Es gibt ein paar Sachen, die schon seit Jahrzehnten funktionieren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, was von einem Nürnberg gewesen ist. Das Verkehrsmuseum. Ja, da haben die auch Nachfrage und bringen was zustande. Und ich weiß nicht genau, inwieweit da manuell oder eine Automatik gesteuert wird. Wenn Automatik, dann wahrscheinlich wieder durch den Kontakt bleiben. So, ich habe jetzt hier einfach alles irgendwie rausgeholt und versucht zu. Kannst du hier in der Halle erstmal bleiben oder schmeißen Sie dich heute Abend hier wieder raus? Also ich hatte erstmal vor heute gesucht oder gefragt. Mal schauen. So, das ist jetzt so meine Vorstellung eigentlich schon im Großen und Ganzen von der ganzen Sache. Ich wollte ja 4 Bahnsteiggleise haben. Ich muss am vorderen Anlagenrand eine Handbreite mindestens frei behalten. Und zwar erstens, damit mir nichts runterfliegt und zweitens, weil ich das filmtechnisch brauche. Ja. Also ich muss hier vorne irgendwie einen Abschnitt finden. Und dann Geschichte ist die, wolltest du mit der Hintergrundkulisse arbeiten? Oder? Ja. Wo sollte die sein? Hier. Okay, das heißt also, wenn man die Güterschuppen da hinten macht, ja, kannst du den als hier oder jetzt bauen. Was kann ich tun? Ach ja. Oder wenn du. Nein, was da eben geht. Fast leer. Ja. Also, man kann hier immer ganz genau sehen, wie es in Deutschland mit der Wirtschaft läuft. Ja, ja. Wenn die Dinger voll sind hier, wollen die Landstraßen und sowas, alles in Ordnung. Aber wenn die nur halb voll sind, so wie da, dann haben die tatsächlich Probleme. Ja. Wollte ich Fragen geben. Ach so, ja, wenn du jetzt vor vielen Güterschuppen noch einen Bausatz hast, dann kannst du ja die Kopfteile auseinandersägen und das Ding als doppelt eine Länge machen. Ja. Und wenn du einen Fertigen hast, dann musst du ihn mit aller treuen Richtigkeit auseinandersägen. Ne? Ah, da fliegen wir doch die Teile sowieso auseinander. Seit wann hält denn der Kleber? Das ist eine gute Frage. Also immer dann, wenn ich es auseinander habe, will, dann hält der verdammte Kleber. Ja, und wenn man nur eben einen Teil einsägen oder abschneiden will, dann hat man das ganze Gebäude in Einzelteilen. Ja. Also ich habe so eine. So eine kleine Böhler-Säge, so eine Modellsäge. Mhm. Und da kann ich Teile drauf machen und dann schön. Nein. Okay. Wolltest du die ganze Breite zum Fehlen haben?
Was heißt die ganze Breite? Von der Anlage. Ja, also die ganze Länge. Ja. Deswegen soll die Strecke ja auch am vorderen Anlagenrand laufen. Ja. Damit ich den Zug während er einfährt filmen kann. Auf die Art und Weise habe ich eine Paradestrecke. Sagen wir mal, der eigentliche Bahnhofsweichenkopf endet hier oder so. Dann habe ich ja noch 4 Meter Paradestrecke, wo der an den Wegen vorherfährt und an den Abstellanlagen und ich weiß nicht was. Ja, okay. So. Jetzt können wir hier das allererste Gleis noch ein Stückchen in Richtung vordere Anlagenkante bringen. Kurz hier dran, damit das ein bisschen gerade wird. Ja. So, mal sehen. Das ist natürlich noch nicht fertig. Ja. Das, die müssen wir sowieso anschließend noch ein bisschen verschieben, weil die Gleisverbindungen wird das alles ein bisschen anders. Ja. So, und dann soll ja das Unterzuggleis. Ja. Praktisch hier noch daneben. Genau. In der Länge, dass dann der Zug auch vernünftig rein kann. Ja, also da haben wir ja noch jede Menge Platz natürlich. Ja. Also die drei Gleise, die könnten rein. Die drei Güterzuggleise? Ja. Ja, also da kann sogar noch mehr hin, weil ich wollte auch das Güterzuggleis hier ja stumpf enden lassen. Ja. Wenn die 41er mit ihrem Ding da drin steht, ja, dann muss von da die Rangierer kommen und die wieder befahren. Hast du eigentlich Ideen, was ihr nur habt? Das ist ja ein Ding, das kostet, wenn man kein Riesenglück hat, wenn man die einfach nur so kaufen will, dann kostet das ja über 200 Euro. Ja. Also ich meine, die könnte man ja auch noch einsetzen. Ja, klar. Ja. Wenn sie denn da wäre. Und natürlich kann ich auch frei uns. Ja, ich habe auch kein Problem damit, die 6-achsige Französin was machen zu lassen. Diese doch. Ja. Probebetrieb auf ADB, die wollten wir auch mal wissen. Ja. Ja. Da darf man so pingelig sein. Ja. Hauptsache die guten alten Fahrzeuge. Ja. So, jetzt habe ich mir gedacht, wir richten diese Gleise einigermaßen perfekt aus und dann stecken wir hier die Gleise mit dem Nägelchen eben fest und dann können wir an die Weichenstraße rein. Ich würde die Weichenstraße machen. Okay. Die Abstände sich hier verändern. Ja, dann machen wir das. So, dank der blöden Nummer ist halt hier alles schlecht erkennbar. Aber der dringend meine Lesebrille. Ist die im Auto? Nee, die habe ich hier. Hast du Gleise, die zum Teil defekt oder kaputt sind? Hier, genau. Weil man da nämlich dann hingehen könnte. Und gleich ist es die Gleise. Hast du eine Säge? Genau. Jo, ich habe sogar eine Säge mit. Ich habe vor Konturen und die Gleisschneider. Ja, mach besser. Ja. Den habe ich übrigens, die Dinger sind ja quasi richtig Geld, die Sache. Ne? Nur ich habe meinen vor circa 30 Jahren in Dortmund auf der Intermodellbahn gekauft. Ja. Und ich benutze den immer noch. Und ja, das macht die Sache dann natürlich wieder. Das rentiert sich ja irgendwo auf die Dauer. Nur in dem Moment, wo man davor steht, überlegt man sich ja, kaufe ich mir so einen Gleisschneider oder kaufe ich mir ein paar Wagen? Und dann habe ich immer gedacht, das ist ein schöner Wagen. Ja, kommt das in die Karte. Ich habe vor 2 Jahren, da habe ich mal sowas wie eine Inventur gemacht. Ja. Da wollte ich mal gerne wissen, was habe ich überhaupt. Und man vergisst, hatte die Übersicht sehr schnell verloren. Und das Ergebnis hat mich dann doch erschreckt. Die Schranke voll gemacht. Ja.
30, 40 Jahre sich jedes Jahr so ein klein bisschen was anschafft, dann ist das ja auch in der Summe ein Riesenhaufen. Ja, ja. Der Buchreich. Ich habe hier nur einen Bodenbau, den sehe ich eigentlich gar nicht. Also ich habe hier zumindest eine Bodenweiche, habe ich hier vorgesehen. Ja, hoffentlich nicht irgendwo. Hier, eine ist da. Achso. Ja, das ist ja sowieso der Problem. Aber das ist ja nur nicht über die Kleine. Richtig, ja genau. Mein Gedanke war ja, die Inselbahnzüge über die zweigleisige Strecke mitfahren zu lassen. Und dann hier am Kopf irgendwo auszuprobieren. Okay. Ich denke mal, dass wir das wahrscheinlich allein auf den Grund machen dürfen, weil. Die hier keinen Anschluss kriegen an die Kleine. Nee, weil ich genug Gleise da sind. Ja, ich muss noch Gleise beschaffen, das ist klar, aber. Ich muss wenigstens wissen, was für welche. Ja, ja vor allem gerade. Ja, das. Na. Ja, guck mal, ich vermute mal, den 55er-Park willst du nicht verwenden. Hinten zu den Schattenbahnen hin schon. Also da muss ich nicht in die Kurve raus. Ja. Aber nicht im sichtbaren Bereich. Ja. Und, von der sogenannten, von den sogenannten Gegenwegen hast du nicht, ja. Ja, offensichtlich. Oder das muss ich noch irgendwo in den Haufen verstecken. Da muss man das anders machen, dann muss man hier die Kombination mit dem halben und dieser 40 mm Geschichte machen. Ja, bei den diagonalen Gleisen habe ich sowieso oftmals zur Regel gegeben. Ja. Um die richtige Länge zu kriegen. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja. So. Das müsste so funktionieren. Und jetzt? Gleiche dran. Die Weiche hätte eigentlich schon vorher rein müssen. Das heißt. Nehmen wir einfach erstmal die Weiche gleich. Ja, wenn wir jetzt hier nicht rausgehen, sondern in der zweigleisigen Strecke bleiben. Dann können wir unser ganzes Gleisvorfeld vergessen und nee, umbauen. Vergessen nicht, aber umkonstruieren. Ja. Ich habe hier nur noch